zusammen, hier ist die Lücki und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ich dieses Tag gestaltet habe. Ich nehme als Grundpapier immer diese fertigen Tags von Ranger. Die haben eine Größe von 16 x 8 cm, ist eigentlich die Standardgröße für Tags. Man kann sich natürlich auch das Papier selber zurechtschneiden. Ich arbeite aber sehr gerne mit diesem Papier. Meine Grundfarben sind diese vier. Peacock Feathers, wenn man es dann so ausspricht. Ground Espresso. Victorian Velvet. Und Tea-Dye. Was ich zuerst mache, ich verteile mir die drei Farben. Und zwar ganz einfach auf meiner Matte. Wahllos, so wie ihr es am liebsten mögt. Besprühe das mit Wasser. Einfach ein paar Spritzer auf die Fläche geben. Nehme meinen Manila-Tag und ziehe das einfach mal hier durch. Ups. Und gerne auch noch ein zweites Mal. Und auch ein drittes Mal. Je nachdem, wie euch die Farbe zusagt oder eben nicht, versucht ihr nochmal euer Tag durch das aufgelöste Distress Ink Farbe zu ziehen. Ja, wenn euch das gefällt, das Ergebnis, dann lasst ihr es einfach trocknen. Also ich benutze diese Farbe jetzt nicht. Der Tim Holz zieht ja dann noch 20 andere Tags dadurch. Das mache ich jetzt in diesem Fall nicht. Und was jetzt aber anzuraten ist, das Ganze zu trocknen mit einem Heißluftföhn. Wenn dann euer Tag schön trocken ist, dann könnt ihr euch das gerne in Form drücken, schieben, ziehen, wie auch immer. So, ich gehe dann so vor, dass ich mir meine Farben zurechtlege und nochmal über das gesamte Tag rüberwische. Je nachdem, wo ich noch die Farbe verstärken möchte oder andere Farbe hinzugeben möchte. Dafür benutze ich diese Inkblending-Tools. Und ja, ich habe da mehrere von und auch immer die passenden Auflagen, die man auch wechseln kann. Die stehen dann bei mir meistens so da drauf. Was ich als nächstes machen werde, ist stempeln, so wie hier diese Schnörkel oder auch diese Rauten, dieses Rautenmuster. Das ist unser nächster Schritt. Und zwar habe ich mich hier für diese Stempel von La Blanche entschieden und ich nehme dafür Archival Ink in Black. Musik.
Ich sehe, dass hier in der Mitte noch was frei ist und da würde ich doch ganz gerne noch den Strichstempel einsetzen. Ja, das sieht gut aus. Als nächstes säubere ich meine Stempel ganz gerne. Und dafür nehme ich einfach nur so ein Babytuch und wische da mal kurz drüber. Und nehme dann ganz gerne diese Schrupperkiste und wische da dann einfach den Stempel nochmal sauber drin. Der nächste Schritt ist auf unserem Tag Ruling mit Struktur zu arbeiten. Und zwar diese Schnörkel hier unten. Ich habe dafür ein Stencil von Tim Holtz benutzt, und zwar diesen hier mit so floralem Design. Und als Paste habe ich Texture Crackle, wie auch immer, von DecoArt benutzt. Und zwar folgendermaßen. Ich suche mir vorher das Motiv aus von dieser Schablone. Ich benutze ja nicht die ganze Schablone. Und zwar lege ich mir das dann auf. Ich möchte diesen runden Teil benutzen. Nehme dann von der Paste und streiche sie einfach über die Schablone. Kann ruhig noch ein bisschen mehr. Und möglichst dünn. Also ich mag es nicht, wenn es zu dick aufgetragen ist. Und da wäre er auch schon, der Schnörkel. Dann drehe ich es einmal um. Zwischendurch kurz abwischen die Überreste. Und dann das gleiche nochmal hier in der oberen Ecke. Da möchte ich nicht so viel. Lege es ein bisschen weniger an. Wieder ein bisschen von der Paste. Und los geht's. Und keine Angst haben, einfach loslegen. Und da hätten wir sie schon. Ich wische die Ränder einfach nochmal so mit dem Finger ab. Alles, was übersteht. Und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, das zur Seite zu legen, damit es trocknen kann. Weil das ja im feuchten Zustand kann man hier jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Oder aber ihr benutzt den Heißluftföhn und föhnt das an. Zu dieser Jahreszeit nutze ich ganz gerne die Heizung, denn das geht eigentlich genauso schnell wie mit dem Föhn. Und legt das dann jetzt mal für 5 Minuten auf die Heizung. In der Zwischenzeit kann man ja gut die Arbeitsgeräte sauber machen. Das wische ich einfach immer nur so ab mit dem Babytuch. Wenn hier Reste dran sind, dann stört mich das jetzt auch nicht. Das wird zugemacht. Und bei dieser Paste hat man nachher noch so einen Crackle-Effekt. So, die Schablone mache ich auch nochmal schnell sauber. Wir können ja schon mal weitermachen, und zwar gestalte ich jetzt noch diesen Anhänger. Ja, so, dieses Ding hier.
Das ist eine Stanze von Fiskars. Ich glaube, das ist Theresa Collins gewesen. Und dafür brauche ich einfach nur, bin ich vorbereitet, schwarzes Papier. Und da stanzen wir uns einfach ein Label aus. Das kann man sich aber auch gut selber zurechtschneiden. Das hat ja eine ganz einfache Form. Oder ihr benutzt einen anderen Labelstanzer. Ich schneide ihn dann einmal auseinander in der Mitte. Pi mal Daumen. Und benutze einen weißen Gelstift. Einmal testen, ob er dann auch schreibt. Und habe dann einfach dieses XO oben drauf geschrieben. Oh, ich muss den Akku wechseln. Ich bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder zurück. Der Akku ist gewechselt. Und wir waren bei dem Label stehen geblieben. Also das habe ich jetzt so beschriftet mit dem weißen Gelschreiber. Schauen wir gleich auf die Heizung. Jawohl, wir können weiterarbeiten. Das ist richtig fest jetzt. Da löst sich nichts mehr ab. Und das Tag oder das Label kommt jetzt hier an die Seite. Ich benutze da super gern den Tacky Glue von Eileen's. Also es ist mein absoluter Lieblingskleber. Da geht gar nichts drüber. So, einfach hier verteilen und ran an die Seite. Nochmal vielleicht gerade machen, festdrücken und dann sitzt das auch schon. Genau. Ich habe jetzt hier noch eine Naht dran gesetzt. Das ist so eine Fake-Naht. Dafür habe ich jetzt ist es weg, mein Tim Holz-Lineal benutzt. Das hat so kleine, feine Löcher. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Und das habe ich mir angelegt an den Rand vom Tag. Habe dann mein Piercing-Tool benutzt und bin ganz einfach die Löcher nachgefahren. Na, zwei noch. Okay. Ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera. Oh, ich glaube nicht. Schwer zu sehen. Gut, und diese Löcher bin ich dann mit einem schwarzen Stift einfach nachgefahren. Jetzt muss ich sie erstmal selber wieder sehen. Ah ja. Und da macht es gar nichts, wenn ihr so ein bisschen schief und krumm seid. Ich finde, das sieht sogar noch besser aus, wenn die jetzt nicht so total gerade sind. Und ruhig das Ganze nochmal schön dick nachzeichnen, damit man die Naht auch sieht. Und anschließend bin ich noch mit einem mit dem weißen Geli-Stift drüber. Na, der will gerade wieder nicht. Damit es dann noch deutlicher wird. Na. Lass mal den anderen probieren.
gucken, ob der es besser mit mir meint. Ja, etwas besser. Ich glaube, da muss ich nachher nochmal nacharbeiten. Das ist der Vorführeffekt. Okay. Ja gut, diese weiße Farbe trocknet ja nochmal nach und dann sieht es ja nochmal ein bisschen weißer aus. Okay, also unser Label an der Seite haben wir. Jetzt fehlt eigentlich das Herz in der Mitte noch, die Schrift unten und die Anhänger. Ich habe da dieses Metallherz genommen. Wer das Dorian Beats Haul von mir gesehen hat, der erkennt sie bestimmt wieder, diese Herzen. Und da habe ich dann einfach, das ist so Gummiband, das habe ich da drum gewickelt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auch so gut hin. Mal schauen. Das ist ein bisschen schwierig und ein bisschen fummelig, aber das ist zu schaffen. Einfach kreuz und quer über das Herz und hinten dann verknoten. Von dem Metallherz. Da sitzt nochmal ein ausgestanztes rotes Herz. Das habe ich mit Glitter versehen. Und zwar ist das dieser Stanzer. Da kann man auch jeden anderen Herzstanzer nehmen. Das habe ich allerdings schon mal vorbereitet, weil das mit dem Trocknen des Glitters ja doch ewig dauert. Und zwar sieht es dann so aus. Ja, und das setze ich jetzt einfach wieder mit meinem Tacky Glue in die Mitte von dem Metallherz. Genau, und das kann ja dann schön vor sich hin trocknen. Ja, die Schrift hier unten, das ist aus einem Stickerblock von Tim Holz. Und zwar von dieser Seite hier. Jetzt schaue ich mal gleich, was wir daneben könnten. Ups. Ja. Zum Beispiel Love with All Your Heart. Den hole ich mir hier einfach raus aus dem Block. Und schneide ihn einfach mal durch. So. Da ich ja ein Freund von distressten Kanten bin, mache ich das hier natürlich auch nochmal. Alle vier Ecken. Da das Sticker sind, ist diese andere Seite natürlich schon mit Kleber versehen. Das reicht mir aber meistens nicht. Ich möchte, dass das tatsächlich gut auf dem Tag hält. Und es kommt dann wieder Tacky Glue zum Einsatz. Ja, meiner ist fast leer. Ich hätte ihn mal auf den Kopf stellen sollen. Schauen wir mal, das Herz eher mittig und die Schrift eher hier unten. So. Okay, und der zweite Teil. Dann natürlich auch noch.
wenn da ein bisschen Kleber rauskommt an den Seiten, ist das überhaupt nicht tragisch. Das kann man gut mit dem Finger wegwischen und es geht auch super leicht von den Fingern wieder ab. Schön festdrücken. Jawohl. Gut. Dann haben wir noch den Pfeil anzubringen. Den habe ich hier liegen. Auch von Dorin Beats mal gekauft. Der kommt hier unten hin. Da benutze ich am unteren Ende auch wieder Klebeband. Gummiband. Aber das ist etwas dünner. Kleines Stück abgeschnitten. Das ist auch wieder so Fummelarbeit. Hier hinten durchgefummelt. So, das Ende durch die Lasche gezogen. Festgezogen und ein bisschen eingekürzt. Hierfür zum Befestigen nehme ich allerdings Glossy Accents, weil das noch ein bisschen fester hält, gerade bei Metall, als wie das Tacky Glue. Ja, ich piek mal hier schon mal provisorisch durch die Öffnung und ich mache mir hier einfach einen Strich und legt den Pfeil oben drauf. So. Überschüssiges Glossy Accents entferne ich eigentlich meistens mit einem Schaschlikspieß. Ich gehe dann einfach am Rand noch mal ein bisschen lang und upsala, das sollte natürlich nicht passieren. Ja gut, vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten, bis es ein bisschen angetrocknet ist. Auf jeden Fall kann man das Überschüssige ganz vorsichtig mit einem Spießchen abnehmen. Aber mich persönlich stört es jetzt nicht, wenn man da was sieht. Das trocknet ja klar auf und ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Unser Metallherz positionieren wir ziemlich mittig. Dadurch, dass das ja jetzt auf der Rückseite diesen Knubbel vom Gummi hat, benutze ich zum Befestigen auf unserem Tag dann Abstandshalter. Und zwar diese schwarzen Foam-Tapes. Aber zunächst möchte ich ganz gerne noch das Spitzenband einfädeln und auch die Anhänger machen. Ich habe hier Spitzenband von Depot. Das passte von der Farbe sehr schön. Das schneide ich einfach ein bisschen ab. Ziehe das durch die Öse hier oder durch das Loch vom Tag. Drapiere das ein bisschen und benutze auch Gummiband zum Befestigen. Muss ich mal schauen, habe ich das dicke oder das dünne benutzt? Na, ich glaube, hier habe ich das dünne benutzt. Dann nehme ich meinen Herzanhänger und etwas von dem dünnen Gummiband. Und fädle das Herz daran auf. Dann haben wir den schon mal. Und dann das Love ist
ja, so ein Tag oder so ein Label. Das habe ich mir zurechtgeschnitten, weil das so dran zu hängen wäre viel zu groß gewesen. Also habe ich einfach das abgeschnibbelt links und rechts. So. Die Ränder natürlich wieder eingefärbt. Auch gerne wieder schön dunkel. Und jetzt, weil das ja keine Öse zum Aufhängen hat, habe ich einfach solche Lochverstärkungsringe, nennen die sich, benutzt. Die sind durchsichtig. Kaum zu sehen. Ich weiß nicht. Könnt ihr es sehen? Ganz schwer, ne? Und habe dann einen vorne einfach aufgeklebt. Ich weiß nicht, kann man da was sehen? Ein bisschen vielleicht, ne? Und einen von vorne und einen von hinten gegengeklebt. Ja, noch eine kleine Unterbrechung. Jetzt war der Speicher voll. Also ich habe, wie schon gezeigt, jetzt hier vorne einen von diesen Lochverstärkungsringen aufgeklebt und nun klebe ich auf die Rückseite noch einen drauf. Genau. Und ja, ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, ganz schwer nur sehen. Damit hat man dann aber, oder habe ich mir dann eine Öse gemacht, um das Love hier mit anhängen zu können. Und auch hier benutze ich wieder von dem Gummiband. Ziehe das dann durch diese Öse. Und habe dann einen schönen kleinen Anhänger geschaffen. Das beides zusammen habe ich verknotet. Die Reste hier oben abgeschnitten. Und dann nehme ich mir einfach hier ein Überbleibsel, na, vielleicht ein längeres, und wickel das hier um die Spitzenband. Und bevor ich richtig zuziehe, lege ich mir meinen Anhänger hier rein und ziehe dann richtig fest. Psalla. Das war ein Satz mit X. So, also nochmal. Mit dem Gummiband um die Spitze rum, den Anhänger dazwischen legen zuziehen, möglichst fest und verknoten. So. Und dadurch, dass wir hier einen Knoten gemacht haben, kann das jetzt auch nicht mehr rausrutschen. Ihr schneidet euch dann die Fussel etwas kürzer, so wie ihr es gerne möchtet. Und schon hängt euer Love mit dem kleinen Herzen hier oben dran. Hier das Spitzenband selbst kürze ich auch noch ein. So. Und schon haben wir den oberen Teil gestaltet. Inzwischen ist der auch gut getrocknet, hier der Pfeil. Fehlt nur noch unser Herz. Dadurch, dass das ja hier hinten jetzt diese
na, diesen Knoten vom Gummiband hat, liegt das natürlich nicht auf. Und ich habe hier für zum Befestigen, ich weiß nicht, ob man es sieht, ah, ich glaube nicht, die Foam Squares benutzt. Das sind so eine schwarzen Teile. Die verteile ich mir jetzt auf meinem Herz. Ups. Überall da, wo Klebefläche frei ist. Auch ruhig schön viele. Soll ja nicht verloren gehen, wenn man sich das mal in die Hand nimmt. Okay, schön festdrücken. Dann müssen wir natürlich die Klebeteile hier abfummeln. Die Abdeckung. Und normal würde ich auch noch ein bisschen Kleber drauf verteilen, aber darauf verzichte ich hier erstmal. Weil diese Foam Squares, die halten doch ganz gut. Ja, dann positionieren wir uns unser Herz mittig und drücken das richtig gut an. So, also ich denke, da fällt nichts mehr ab. Einmal zur Seite damit. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Tag. So sieht es aus. Die Rückseite, also ich stempel eigentlich ganz gerne mein Label unten drauf. Die gestalte ich jetzt auch nicht. Also wenn das mal so wie hier jetzt schmutzig wird, dann stört mich das überhaupt nicht. Wem das nicht so gut gefällt, der kann natürlich hier Papier drüber kleben oder es auch einfärben oder eben ein Stück Designpapier auf die Rückseite kleben. Aber wie gesagt, das mache ich total selten. Ich lasse es immer im Original. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Exkursion gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ja, hallo, ich bin's nochmal. Und zwar habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Unter allen, die mir einen Kommentar hinterlassen zu meinem Tech-Tutorial von heute, würde ich ganz gerne ein kleines Set verlosen, mit dem ihr euch selbst so ein schönes Tech machen könnt. Und zwar, Moment, tue ich da rein, zwei Manila-Tags. Falls also beim ersten etwas schief geht, habt ihr immer noch einen Ersatz. Dann von der Spitze, die ich benutzt habe, kommt was rein. Von dem dicken Gummiband, das habe ich um das Herz benutzt. Dann von dem dünneren Gummiband, das ich für die Anhänger und auch den kleinen Pfeil hier benutzt habe. Dann tue ich euch natürlich rein den Herzanhänger. Mit dazu kommen auch zwei kleine Herzchen. Ups. Dann bekommt ihr den kleinen Herzanhänger von hier oben. Natürlich auch den Pfeil. Mit dazu tue ich euch das Label von der Seite, was ihr euch dann zerschneiden könnt. Dann natürlich das Wort Love, diesen Anhänger. Ein Spruch aus dem Sticker-Set von Tim Holz. Und ich tue euch auch von diesen durchsichtigen Lochverstärkern welche mit hinein, weil ich glaube, das hat nicht jeder unbedingt zu Hause. Ja, und was ihr tun müsst, einfach nur mit Farbe euer Tag gestalten, ein bisschen Strukturpaste verteilen
und den Dingen freien Lauf lassen. Ja, ich drücke euch die Daumen und freue mich über eure Kommentare. Bis dann. Tschüss.